Kannst du dir vorstellen, dass ein Raubtierkiller auf einmal zu einem geselligen Kumpel wird, mit dem man zusammen ganz entspannt schwimmen kann? Und dabei geht es nicht um Delfine, wie du dir vielleicht gedacht hast, sondern um Haie, die erstaunlicherweise ganz cool und gesellig sein können. Meistens werden Haie als böse Killer dargestellt. Hierfür gibt es auch jede Menge Beispiele, über die man diskutieren könnte. Im Horrorfilm Der weiße Hai wird das Raubtier als eine gnadenlose Bestie gezeigt. Obwohl es wissenschaftlich schon längst bewiesen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, laut National Aquarium in Baltimore bei 1 zu 3,7 Millionen liegt. Ob man dieser Statistik überhaupt vertrauen kann, soll jeder für sich entscheiden. Wir erzählen dir heute die erstaunliche Geschichte der Freundschaft zwischen einem Hai und einem Menschen. Arnold Pointer aus Südaustralien war ein ungewöhnlicher Beifang ins Netz gegangen. Als der Fischer nach seinem Netz sah, hatte sich darin ein weiblicher, 6 Meter langer weißer Hai verfangen. Arnold machte sich sofort daran, das Tier aus seiner Falle zu befreien, obwohl die mutige Aktion ihn sein Leben kosten konnte. Der weiße Hai wird auch oft Menschenfresser genannt. Erstaunlicherweise versuchte der Hai nicht, seinen Retter anzugreifen. Im Gegensatz zu dem, wie er im Horrorfilm Der weiße Hai dargestellt wird. Die Haidame folgte ihrem Retter nach der Aktion. Es sind schon 2 Jahre her, aber Cindy, so nannte Arnold den weißen Hai, folgt immer wieder dem Fischer, wo auch immer er unterwegs ist. Arnold erzählt, dass Cindy wieder auftaucht und ihn auf sich aufmerksam macht. Jedes Mal, wenn er zum Fischen mit seinem Boot unterwegs ist. Das ist für ihn nicht unproblematisch. Der große Hai vertreibt die anderen Fische, die er eigentlich fangen will. Aber längst ist ihm die Haidame ans Herz gewachsen. Sobald ich das Boot anhalte, kommt sie zu mir, dreht sich um und lässt sich ihren Bauch und Nacken kraulen. Sie grunzt, schließt die Augen wie eine Katze, die gestreichelt wird und schlägt das Wasser vor Glückseligkeit, wird Pointer zitiert. Es handelt sich um die Geschichte einer herzerwärmenden Freundschaft zwischen Tier und Mensch, obwohl genau diese Art von Hai am häufigsten Menschen attackiert. Im Zeitraum von zwischen 1990 und 2011 wurden 139 Angriffe von Haien auf Menschen registriert. 29 davon haben tödlich geendet. Abgesehen von den erwähnten Angriffen kann der Mensch nicht als die wichtigste Beute der Haie betrachtet werden. Viele Unfälle passieren unter für Haie außergewöhnlichen Umständen. Täuschungen ihrer Sinne, wie zum Beispiel schlechte Sicht, Geräusche, Futter im Wasser oder ähnliches, bringen sie dazu, sich näher an einen Menschen heranzuwagen. Außerdem können Haie einen Schwimmer oder Surfer, der auf dem Surfboard ist, mit ihrer tatsächlichen Beute, wie zum Beispiel Robben oder Schildkröten, verwechseln. Haiangriffe auf Surfer werden unter anderem darauf zurückgeführt, dass das Surfbrett Geräusche macht, die den Hai aus Neugier zu einem Probebiss animieren. Haie sind in den meisten Fällen sehr vorsichtig und zurückhaltend. Sie fressen Fische wie Hering, Thunfisch, Rochen und andere Meerestiere. Sie jagen, wann immer sich ihnen eine Gelegenheit bietet. Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass Haie von Menschenblut angezogen werden. Tatsächlich jedoch scheinen Haie sofort zu erkennen, dass es sich bei menschlichem Blut nicht um Beuteblut handelt. Daher zeigen sie entweder gar keine Reaktion oder schwimmen sogar vom Menschenblut weg. Also, wie ihr seht, müssen nicht alle Haiarten Menschen gefährden. Würdet ihr mal in der Gesellschaft von so einem geselligen Fischchen eine Runde schwimmen? Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns bitte ein Like und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!